1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind eine Weile hier im Radio alleine, dann kommt das Fernsehen hinzu und wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Gegen meinen Verstand. Wenn ihr in einer Situation seid, von der ihr sagt, Mensch, meine Vernunft sagt so, aber mein Bauch oder mein Gefühl macht das und das mit mir. Wenn ihr in einer solchen Situation seid oder vielleicht mal wart, dann könnten wir miteinander reden, wenn ihr das gerne möchtet. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wer ist die Erste heute Nacht? Die Erste ist Jeanette und die ist 32. Hallo. Hallo. Jeanette, gegen meinen Verstand. Ja, also mein Verstand sagt mir, ich sollte mich von meinem Freund trennen. Ja. Und mein Herz sagt mir, tu es nicht. Warum sagt der Verstand, tu es? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 32 und ja, so langsam aber sicher wünsche ich mir ein Kind. Mhm. Und ja, er möchte im Moment keins. Er ist in einer Lebensphase, wo er sagt, ich lebe jetzt erstmal mein Leben und reise ein bisschen was, sehe was von der Welt und möchte das verdiente Geld auch ausgeben für mich. Und wie alt ist er? Genauso alt wie ich. Ja, ja. Also an diesem Punkt war ich auch mal. Es gab eine Zeit lang, da habe ich gesagt, ich möchte kein Kind. Ich möchte erstmal leben. Ich möchte erstmal sehen, wie das ist, Geld zu verdienen. Mhm. Und wie lange seid ihr zusammen schon? Ungefähr 3 Jahre. Ja. Aber bei dir hat sich das gewandelt. Ja. Du sagst, ich möchte jetzt schon gerne bald ein Kind haben. Ja. Mhm. Wie ist die Beziehung denn eigentlich? Gut. Sehr gut? Gut oder sehr gut? Sehr gut. Das ist ja das Problem. Also von allen bisherigen Beziehungen, die ich hatte, wenn man das so vergleichen kann, sage ich mal, ist es eigentlich der Liebste von allen. Man kann jetzt nicht sagen, also den Traum, ich glaube eigentlich nicht an den Traummann, weil hundertprozentig ist nichts. Nee, ist klar. Aber wenn du sagst, das ist der Liebste. Sehr, sehr, sehr nah. Ja, wenn du sagst, das ist der Liebste und der bisher Tollste, ist das natürlich schon ein tolles Kompliment. Das ist natürlich ein Punkt, wo es keinen Kompromiss gibt, ne? Es gibt nicht ein bisschen Kind oder ein bisschen schwanger. Ja, genau. Und ich bin auch nicht der Mensch, der jetzt sagt, okay, dann nehme ich einfach nicht die Pille und sag sie dann irgendwann und stelle ihn vor. Nee, das finde ich auch ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm. Ja, aber ich meine, der Kompromiss in eurem Fall könnte ja vielleicht doch so aussehen, du bist ja auch noch sehr jung, ne? Das muss man ja so sagen, mit 32. Nein, also langsam wird es dann auch schwierig, schwanger zu werden. Ja, nee, das nicht. Also mit 32 hast du da noch schöne Jährchen vor dir, wo das geht. Mhm. Dass du einfach noch ein bisschen ihm vielleicht auch noch, dass der Kompromiss so aussieht, dass du sagst, okay, langfristig möchte ich es gerne, aber dann warten wir halt noch. Das kommt jetzt auf ein Jahr nicht an. Gucken wir mal, vielleicht wie sich seine Position auch in einem Jahr oder anderthalb Jahren oder vielleicht 2 Jahren darstellt. Ja, und ich weiß eben nicht. Das Problem ist, er hat gesagt, er möchte eigentlich keine Kinder. Mhm. Und ja, ob sich seine Meinung nochmal ändert oder nicht, ich habe Angst, dass er in 5 Jahren sagt, nee, er möchte wirklich keine Kinder. Das kann aber auch genau, ich kenne auch sehr viele Fälle, wo sich das dann, wo die Männer dann auch anders drauf kommen und sich die Meinung aufweicht. Wenn diese sogenannte Austob- und Erlebnisphase erstmal rum ist, dass sie sich dann auch gerne darauf einlassen und sich dann auch freuen. Ich würde in deinem Fall wirklich sagen, Jeanette, warte mal noch ein bisschen, setz jetzt noch nicht die Beziehung aufs Spiel. Du bist 32 und wenn du mit 34 schwanger wirst, ist es auch okay. Sag ich jetzt mal so dreist von außen. Und wenn er dann sagt, nee, das war's. Und das reden, dann müssen wir dann reden. Aber jetzt würde ich erstmal noch bei der Beziehung bleiben und vielleicht auch hoffen darauf, dass sich da bei ihm ein Wandel vollzieht. Meine größte Angst ist eben, dass ich nie in meinem Leben ein Kind haben werde. Ja, aber die ist ja noch gar nicht begründet im Moment. Das ist ja eine irrationale Sorge. Hm. Also ich würd mir ein bisschen Zeit lassen und vielleicht weicht sich das ja ein bisschen auf bei dem jungen Mann. Alles Gute wünsche ich dir. Von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
So ihr Lieben, jetzt haben wir 1:06 und ein paar Sekündchen und jetzt machen wir ein bisschen Musik, bis das Fernsehen dazu kommt. Fernsehzuschauer, euch begrüße ich jetzt auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Bitte, wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Heute Nacht gibt es ein Thema bei uns. Das Thema heißt Gegen meinen Verstand. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr vielleicht in einer Situation seid oder vielleicht mal wart, wo ihr sagt, mein Verstand, meine Ratio, meine Vernunft sagen dieses. Tu dieses auf jeden Fall, aber mein Herz, mein Bauch, mein Gefühl zieht mich ganz woanders hin oder beherrscht mich geradezu. Und ich werde nicht Herr über mein Gefühl, obwohl mein Verstand so das Richtige mir sagt. Gegen meinen Verstand, so heißt unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an 0800 220 5050, faxt unter 0800 220 5051 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Dora ist meine nächste Gesprächspartnerin. Dora ist 39 Jahre alt. Hallo Dora. Hallo Domian. Schöner Name. Danke. Finde ich toll. Klingt gut. Ja, Thema ist gegen meinen Verstand. Ja, eigentlich ist es bei mir genau andersrum. Also mein Verstand geht dagegen an, was meine Gefühle und mein Bauch und mein alles mir sagen. Ja. Geht darum, dass ich sexuelle Gelüste habe. Ja. Mein Verstand mir aber sagt, ich darf sie nicht ausleben. Aha. Ich bin eine intelligente, erwachsene, aktive, emanzipierte Frau. Ja. In einer Beziehung. Ich setze mich einfach mal hin. Was? Ich stelle mich so einfach mal hin. Ja, ist okay. Ja, ja, ja. In einer Beziehung. Ohne Beziehung. Ohne Beziehung. Ja. So, jetzt sind wir gespannt, was das für sexuelle Gelüste sind. Zu denen der Verstand Nein sagt. Mich völlig zu unterwerfen, mich völlig aufzugeben, mich fesseln zu lassen, mich schlagen zu lassen. Ja, eigentlich alles das, was mein Verstand mir sagt, das geht nicht, das darf niemand einem Menschen antun. Also die Sehnsucht, eine Sklavin zu sein. Im ganz extremen Sinne. Ja, schon. Ja. Also als völliger Widerpart zu der Dora, wie sie normalerweise im Leben steht. Richtig. Klare, taffe Frau, selbstbewusst, die sich nicht sagen lässt, die sich alles anderes unterwirft, sondern ihren Weg geht und so weiter. Die völlig ausflippt, wenn ein Mann seine Frau schlägt. Ja. Was ja auch richtig ist, dann auszuflippen. Ja, das ist für mich, das ist völlig, das ist eben dein Problem, das ist so unvereinbar. Ja, aber lass uns drüber reden, ob das wirklich unvereinbar ist. Eigentlich finde ich, dass es durchaus vereinbar ist. Denn der große Unterschied zu dem, was du da als Lust empfindest, ist ja ein sexuelles Spiel auf der Basis der Freiwilligkeit. Und worüber du dich empörst und zu Recht empörst, ist, wenn ein Mann eine Frau schlägt aus Aggression, aus Machismus heraus und so weiter. Gut, ja, da kommt wieder mein Verstand ins Spiel. Das sagt, nein, das geht nicht, du kannst dich nicht in diese Situation begeben. Warum? Weil du weißt nicht, also in der Beziehung habe ich es noch nie geschafft, einen Typen zu finden, der da auch drauf steht. Ja. Es hat mal einer mir zu gefallen versucht, das war es nicht. Ja. Und wenn ich tatsächlich so einen dominanten Typen finde, ja, und mich dem hingebe, in welche Gefahr begebe ich mich denn? Ja, nun gut, aber es gibt ja so eine riesengroße Szene von Menschen, die diesbezüglich gestrickt sind, ja, wo es klare Spielregeln gibt, wo man ganz klar miteinander umgeht, natürlich auf der Basis des ersten Mal sich kennenlernens am Anfang, sodass ich da nicht so ganz große Sorge hätte.
Ja, das bin ich ja gerade dabei zu versuchen. Ich habe solche Szenen, ich lebe nun mal am Arsch der Welt. Ja. Auf den Kanaren, auf einer kleinen Insel. Auf den Kanaren? Ja. Das ist ja lustig, du rufst uns von da aus an. Nee, ihr ruft mich an, zum Glück. Genau, das geht ja nicht. Du hast gemailt wahrscheinlich und wir haben dann zurückgeholt. Ja. Ah, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Aber auf den Kanaren gibt es bestimmt auch dominante Typen, die auf so eine Art von Sex stehen. Bestimmt. Ich habe noch keinen gefunden in 15 Jahren, die ich hier lebe. Wenn ich dich kurz fragen darf, was machst du auf den Kanaren? Marmeladen kochen. Dora, die Marmeladenkocherin, will mal so richtig versohlt werden. Ja. Ne, so ist es. So. Jetzt habe ich mich im Internet ein bisschen so geoutet. Es gibt so Seiten wie Sadomaso-Chat, ja, oder genau, was auch immer. Guter Kommunikationspunkt ist das. Kommunikationsfeld. Ja, und dann kriege ich solche Antworten. Klar, komm, ich dich besuche, ich bringe deinen Kegelverein mit. Ja, dann bist du auf die Falschen gestoßen da. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich auf einen richtigen gestoßen bin, meiner Meinung nach, auf den ich Bock habe, der mich interessiert, und mein Verstand sagt mir, nein, das kannst du nicht machen, das darfst du nicht. Und da ist der Punkt gekommen, weswegen du dich gemeldet hast, ne? Ja. Da sagt der Verstand nein. Ja. Ich möchte gerne noch mal etwas detaillierter dich befragen, was diese sexuellen Wünsche anbelangt. Wie weit soll es gehen? Was sind so deine Träume in diesem Bereich? Beschreib's mal. Uff. Ist es nur, ich lasse mich fesseln von einem Typ? Ja, dominieren, dass wirklich ein Typ sagt, was Sache ist, was angesagt ist, was gemacht wird. Ja, wie weit würdest du dich gerne erniedrigen lassen, so in deinen geheimsten Gelüsten? Nicht unbedingt mit Worten, aber ich mit allen Arten von Körperlichkeiten. Ich will da jetzt auch nicht zu ausführlich werden. Also die Peitsche soll er schon mitbringen? Ja. Ja. Mhm. So. Und man könnte und sollte dir auch die Augen verbinden dabei? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Es gibt da viele Spielarten. Ich meine, die Fantasie ist da wirklich. Ja, ja, so dies, ja, wo ist die Grenze? Das weiß ich eben nicht. Das möchtest du also erleben und ausprobieren. Ja, ich will auch wissen, wo meine Grenzen sind. Ich will dir mal sagen, Dora, das ist doch eine tolle Sache. Du bist 39 Jahre alt, dass du jetzt in diesem Altersabschnitt, jetzt noch eine neue Sexualität erkunden möchtest, die offensichtlich in dir steckt und dir vielleicht irre Freude macht, wenn du den ersten Schritt gemacht hast. Mach es, Mensch, mach es. Da spricht gar nichts gegen. Du musst natürlich eine Person finden, der du vertraust, also dass da nichts Übles passiert, das ist völlig klar. Aber wenn du eine gefunden hast, dann begib dich in dieses sexuelle Rollenspiel hinein. Klar. Guck mal, du kannst ja, solange du nicht gefesselt bist oder festgebunden bist, kannst du es ja zu jeder Zeit auch noch immer abbrechen, wenn du kein hundertprozentiges Vertrauen in die andere Person hast. Ja gut, aber da ist ja halt der Punkt, wo ich dir halt denke, das gehört halt auch dazu. Das gehört dazu, ja, ist klar. Ja, 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 ist klar. Ich wollte damit sagen, dass man es auch vorsichtig angehen kann. Es muss ja nicht gleich die volle Kanne sein. Ne? Ja, ja, du hast bisher so die normale Blümchensexnummer gehabt? Ja, mit so Ansätzen zu ein bisschen stärkeren Geschichten, aber immer nur so Ansätze, wo ich mich nicht getraut habe, in dem Moment dann auch aus mir rauszukommen. Und wie lange gehst du jetzt schon so schwanger mit diesen Gedanken? Wie viel? 20 Jahre. 20 Jahre schon? Ja. Da muss das raus, Mensch. Ja, ich glaube auch. Da muss das raus. Ich glaube, es wimmelt auf den Kanaren oder so. Das ist wie Trau, oder? Ja. Was kaufst du für Marmeladen? Kaktusmarmeladen, Maulbeermarmeladen, Papaya-Orange, all sowas. Kaktusmarmelade gibt es auch? Ja, das mache aber nur ich. Dann gehst du raus und pflückst irgendwie Kaktusblüten oder was? Früchte. Ja. Und kochst die ein und verkaufst die dann an Touristen oder so? Richtig. Und macht Likör aus dem Zeugs und macht diese typischen Soßen, die es hier gibt auf den Inseln. Und bist wahrscheinlich eine ganz freundliche Person beim Verkauf. Und wenn die wüssten, was da tief in dir steckt. Tja. Nein, aber ganz im Ernst. Ich finde, das ist so klar bei dir, dass da eine Sehnsucht besteht. Leb das aus. Leb es bloß aus. Überspringe da deinen Schatten, denn es ist ja wirklich eine Rolle. So musst du es dir ja vor Augen führen. Es ist ein Spiel, ich weiß. Ja. Ich habe auch diese Anfragen gehabt, willst du das denn 24 Stunden, 7 Tage die Woche Sklavin sein? Ja. Und um Gottes Willen. So muss es nicht sein, ne? Um Gottes Willen, nein. Das reicht mal ein paar Stunden in der Woche aus. Ne? Genau. Für den Anfang. Domian, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ja, und mail uns doch mal, wenn du Erfolg hattest. Mach ich. Dora, die Marmeladenkocherin, weiß ich sofort Bescheid, wer es ist. Alles klar. Sei dir bewusst, dass wir dich auch auf den Kanaren hier regelmäßig und oft hören seit Jahren. Schöne Grüße auf die Kanaren. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt gegen meinen Verstand. Was kann das sein? Dass man beispielsweise von einer Person nicht wegkommt. Ne? Die Ratio sagt, die Vernunft sagt, ich muss von dem weg, aber man schafft es irgendwie nicht. Dass man vielleicht nicht Herr über die eigenen Süchte wird. Oder dass man
eine kriminelle Ader hat und mit der kriminellen Ader nicht zurechtkommt, die Vernunft sagt auch, Mensch, ich darf das nicht machen, aber ich tue es immer wieder. Es gibt sehr viele Beispiele. Also gegen meinen Verstand, unser Thema heute Nacht, wenn ihr mit mir sprechen wollt, dann nur zu, von wo aus auch immer, von Europa 0800 220 50 50. Und außerhalb von Deutschland, von außerhalb von Deutschland erreicht ihr uns über E-Mail domian@wdr.de. Christian, 27 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Nee, da stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht? Nee. Nee, du bist nicht Christian. Doch? Doch. Ach so, okay, jetzt. ja, der Klang ist gerade ein bisschen komisch. Ist so, also weil ich die im Fernsehen sehe und ist so komisch. Ja, im Fernsehen verzerrt. Sieht das irgendwie anders aus mit der Bewegung des Mundes, glaube ich. Ja, genau. Ja, Christian. Bei meinem Thema ist es so, das ist wirklich buchstäblich das, was mein Bauch will. Ja? Ich esse nämlich unglaublich viel Schokolade. Und zwar 1 Kilo pro Woche. 1 Kilo pro Woche? Ja, und also eigentlich fand ich das immer, also nie besonders unnormal. Also mir ist es eigentlich nie besonders aufgefallen. Mhm. Und habe das auch nie gezählt, nur seit ich halt also erstmal alleine lebe und selbstständig das Zeug einkaufen muss, merke ich das halt. Und ja. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Umfeld oder irgendjemand davon erzähle, dann fassen die Leute sich an den Kopf. Das sind, also das sind ungefähr wie viele Tafeln pro Tag? Also das sind ja so 1,5 Tafeln pro Tag, ja, ungefähr. Ja. Und dabei habe ich aber nicht mit eingezählt. Zum Beispiel habe ich jetzt so eine neue Leidenschaft entdeckt, sage ich mal, diese aus Discountern, diese Schokoriegelbeutel zu nehmen. Also die... Die kommen dazu. Die ganzen Snickers-Ersatz und sowas, ne? Die ja viel billiger sind. Ja, ja. Und Die pappst du oben drauf noch auf die Schokolade? Ja, also in letzter Zeit schon. Bist du dick? Nee, ganz im Gegenteil. Wie viel wiegst du? Wie groß bist du? Also ich bin 1,87 groß und wiege 82 Kilo und das perfekt. Ist Muskelmasse. Ja, das ist perfekt. Das heißt, du isst sonst wahrscheinlich dann nicht so sehr viel oder betreibst sehr viel Sport, dass der Körper das gut verbrennt. Ja, ich studiere Sport und dadurch habe ich sehr, sehr viel Bewegung. Ja. Und also kann man fast sagen, schokoladensüchtig, ja, auf der Kippe so, ne? Genau, das ist nämlich der Punkt. Also ich fand das eigentlich bisher nie besonders problematisch. Mhm. Wie lange läuft das jetzt schon so? Na, aufgefallen ist es mir eigentlich vor 2,5 Jahren, seit ich alleine wohne. Ja. Und so richtig, also... Ich meine, wenn man so sagt, 1 Tafel Schokolade am Tag ist ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Gut, jetzt kommen die Snickers-Verschnitte da auch noch drauf. Genau, und dann kommen noch Nutella-Brötchen und keine Ahnung, das noch mit drauf. Und hast du denn den Eindruck, dass es immer mehr wird, so in den letzten, das pro Halbjahr irgendwie die Menge... Meine Freundin nickt gerade, ja. Also, Die Freundin bestätigt das. Ja, also sie hat eigentlich auch gesagt, irgendwie, dass es auf keinen Fall normal sein kann, so wie mein Schokoladenkonsum ist. So, was kann man dagegen machen? Da kann man erstmal sagen, ich kaufe keine Schokolade mehr. Genau, das habe ich mal aus Versehen getan. Ja. Und das hatte dann den Erfolg gehabt, dass ich wirklich total hibbelig wurde und übellaunig und ja. Irgendwie versucht habe, das zu kompensieren. Und dann hatte ich. Der Kleine wollte was Süßes haben, einfach. Ja, also ich irgendwie erstmal. Irgendwie hat, da war ich dann, da war meine Freundin auch da und meinte irgendwie, ich benehme mich eigentlich wie ein kleines Kind, was irgendwie seinen Willen nicht kriegt. Mhm. Und dann war noch das Schlimme eigentlich, oder normalerweise schaffe ich das eigentlich immer irgendwie auszugleichen. Also entweder fange ich dann an, Nutella zu löffeln oder diese Schokodinger pur zu essen, die man sonst mit Milch isst, oder Kakaopulver pur zu löffeln oder irgendwas. Ja gut, das ist ja auch nicht die Lösung, ne? Die Schokolade wegzulassen und dann Nutella zu löffeln. Ja, genau. Und dadurch... Aber an diesem Tag war halt gar nichts da. Da konnte ich nicht mal ein Honigbrötchen oder irgendwas Süßes essen. Mhm. Und hatte im Prinzip wirklich nur Wurst da irgendwie, um irgendwas zu essen. Und dadurch wurde ich wirklich relativ ungemütlich. Also, und ist deine Freundin da neben dir? Die ist neben mir, ja. Gibst du mir mal eben? Die kann ich dir geben, ja. Ja, gerne. Moment. Ja, hallo? Da ist die Freundin von Christian. Ne, ist so. Hallo? Ja, genau. Ja, wie heißt du? Ich heiße Carina. Carina. Du kriegst das alles so mit, was Christian gerade erzählt hat mit der Schokolade. Ja, genau, ich krieg das mit und das Schlimme ist daran, dass wenn er quasi nichts kriegt, dann nimmt es unnormale Züge an. Nämlich, das heißt? Na, das heißt, dass er dann also wirklich losrennt und irgendwas haben muss, auch wenn alle Kaufhallen zu sind und nirgendwo was zu kriegen ist. Und wenn er dann wirklich nichts bekäme, ist er dann zu dir auch unfreundlich, ist er nervös, ist er patzig oder? Also er wird jetzt nicht ausfällig, so schlimm wird's nicht. Ja. Aber er kriegt richtig schlechte Laune. Ja, ja. Und ist eigentlich nicht mehr auszuhalten.
Und ich fand das am Anfang halt völlig lächerlich, weil ich gesagt habe, na gut, reiß dich zusammen. Mhm. Es ist nur Schokolade. Ja, es ist nur Schokolade. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es auch eine Sucht gibt, dass man süchtig ist nach Süßigkeiten. Und nach Schokolade, das kenne ich auch, dass man schokoladensüchtig ist. Das habe ich auch schon einige Mal hier in der Sendung gehört. Ja, und ich mache mir so ein bisschen Sorgen darum, dass es einfach vielleicht krankhaft sein könnte, dass er irgendwas mit seinem Blutzucker nicht stimmt oder. Also ich glaube, jetzt ist das noch in einem Rahmen, wo das noch okay ist, aber jetzt müsste man es abbremsen. Je weiter er das sich jetzt entwickeln lässt, desto schwieriger wird es für ihn, da rauszukommen, glaube ich, so wie ich das einschätze. Ja, nach dem, was Sie erzählt haben. Und wir wissen halt auch nicht so richtig, er hat auch so Kopfschmerzattacken, mhm, ob das sozusagen mit so einem Zuckertief oder Zuckerhoch oder sowas einhergeht. Ja. Das ist auch noch nicht wirklich rausgefunden worden. Ja. Und so, also ich habe da keine Ahnung, ob das sozusagen noch einfach mit anderen gesundheitlichen Sachen zusammenhängt und mache mir einfach so ein bisschen Sorgen darüber. Auf jeden Fall ist es bedenklich und habt ihr gedacht, da rufen wir an, das ist gegen meinen Verstand, ich esse so viel Schokolade. Genau. Carina, nett dich kennengelernt zu haben, gibst du mir den Christian nochmal? Ja, mache ich. Mhm. Hallo, Christian, ich habe gerade gesagt zu Carina, ich glaube, das ist jetzt noch eine Phase, wo man es bremsen kann. Wenn du jetzt dich weitergehen lässt und in dem Jahr wirklich dann vielleicht 3 Kilo in der Woche isst, ja, habe ich auch schon gehört, dann ist es wirklich hochbedenklich. Das heißt, du musst jetzt die Notbremse ziehen. Du musst jetzt Strategien entwickeln, wo du aus dieser anfänglichen Sucht herauskommst. Wenn du es mit der Radikalkur nicht schaffst, dann mach da erstmal die FDH-Methode. Ja, also das ist... Also das Ding war, als ich euch geschrieben hatte, kam mir gleich irgendwie so eine Mail zurück, ja, so von wegen, dass man ja nicht beraten kann und so weiter per Mail. Ja. Und dabei war auch ein Link auf eure Service-Seite. Ja. Und und da habe ich dann gleich mal nachgeguckt, irgendwie bei Suchtberatungsstellen, und fand es auch ein bisschen komisch, eigentlich anzurufen, ja, weil das ja nicht Heroin oder Alkohol oder sonst irgendwas, ja, ist. Ja. So, und habe mich mit demjenigen aber immer noch unterhalten. Mhm. Und also auch lange, und der hat das auch ernst genommen. Mhm. Er sagte aber, dass es eigentlich so in diese klassische Suchtberatungsgegenstand ist. Und aber ich habe mich mit ihm trotzdem relativ lange unterhalten, und er hat mir verschiedene Tipps gegeben. Also zum ersten Mal hat er mir gesagt, ich soll das erstmal von meinem Hausarzt abchecken lassen. Du hast das bei dieser Suchtberatung schon angerufen, das verstehe ich jetzt nicht, mit wem du geredet hast. Ja, mit dieser bundesweiten Suchtberatung, die auf eurer Homepage, also es hat immer, was ich zu euch geschrieben habe, hat... Ja, ich habe schon verstanden, Ja, finde ich, ich habe es verstanden. Mhm. Ja, und er hat mir also erstmal gesagt, ich soll das erstmal von meinem Hausarzt checken lassen, mhm, was ich noch nicht getan habe. Mhm. Und letztendlich kann er beim Hausarzt für mich ja drei Möglichkeiten rauskommen. Also entweder er sagt, es ist gesundheitsschädigend und ich muss damit aufhören. Mhm. Oder er sagt, es ist völlig unbedenklich, ich kann das machen, wie es mein Geldbeutel zulässt. Oder er sagt als drittes, es ist sogar notwendig, dass ich irgendeine Fehlfunktion habe, die das erfordert. Okay, also ich höre schon, du bist auf dem besten Weg. Das muss erstmal alles richtig diagnostiziert werden, analysiert werden. Dann mach das mal, dann geht das mal schnell an. Ja. Und verhalte dich dann entsprechend den Ratschlägen deiner Ärzte. Ich finde wichtig, dass du das relativ jetzt bald in den Griff bekommst oder aufklärst für dich auch, ja, damit es eben nicht schlimmer wird. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, und also er hat mir zum Beispiel auch noch Tipps gegeben, zum Beispiel diesen Zucker durch Fruchtzucker zu ersetzen. Jetzt habe ich mir auch irgendwie Pampelmusen gekauft und sowas und genau, anderes Obst, aber trotzdem habe ich jetzt hier neben Bett immer noch 2 Tafeln Schokolade zu legen, die ich auch parallel esse. Ja, okay. Also ich werde dich jetzt nicht mit meinem Psychologen verbinden. Du hast ja schon deine Schritte unternommen. Und mach das noch weiter und geh mal den ganzen Tipps nach, die dir der Mensch da von der Suchtberatungsstelle gegeben hat. Okay? Ja, aber 2 Sachen habe ich noch, die ich gerne fragen wollte. Ja. Also das erste war, dass du ja relativ oft mit Domian angesprochen wirst und das ja der Nachname ist und das ja immer irgendwie ein bisschen, also ich kenne das eigentlich nur vom Militär, dass man so angesprochen wird, und du bist ja nun eigentlich, also dich schätze ich ja als relativ unmilitärisch ein. Ja. Wie wirst du am liebsten angesprochen? Das ist mir eigentlich mittlerweile oder schon sehr lange egal, weil das mit dem Domian ansprechen ist nicht erst durch meine Fernseharbeit und Radioarbeit entstanden, sondern das gab es schon früher auf dem Gymnasium so. Dass ich ein paar Freunde hatte, oder in der Schule ein paar Freunde hatten, die zu mir einfach Domian sagten. Es gibt ja auch den Vornamen Demian und Damian. Ja. Und ich finde diese Namen eigentlich auch schöner als Jürgen. Und dadurch ist das so entstanden. Und ich sage immer den Leuten, macht es so, wie es euch am besten über die Lippen kommt. Mir ist es eigentlich egal. Ach so, okay. Ja. Und dann wollte ich noch was sagen zu dem Grand Prix. Ja, bitte. Und zwar, also ich habe deine gestrige Sendung nicht gehört, aber die vom Montag. Ja. Und da wurde ja so ein bisschen rumgerätselt, woran das liegen könnte. Ja. Und
also ich habe nicht viel davon gesehen, ich habe nur einen Teil der Auswertung gesehen und dabei habe ich mitbekommen, dass wirklich die ganzen Ostblockländer sich das so am Prinzip zugeschanzt haben. Ja. Und da habe ich mir gedacht, also wenn, man, das ist ja, das sind ja relativ kleine Länder und ich habe mir gedacht, wenn zum Beispiel aus Deutschland jeder, ich sag mal, die Berliner und die Mecklenburger und die Bayern irgendwie jeder für sich abstimmen würden, so, dann hätte Max wahrscheinlich auch einen anderen Platz belegt. Wahrscheinlich. So, jetzt machen wir Schluss. Das gehört gar nicht zu unserem Thema. Das war noch so ein kleiner Anhang, aber ist ja auch in Ordnung und okay. Christian, alles Gute und krieg deine Sache da in den Griff. Prima. Tschüss. Danke. Tschüss. Gegen meinen Verstand. Jennifer, 26 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Du hast auch angerufen zu unserem heutigen Thema. Richtig. Was ist bei dir los? Ich habe ein dickes Problem. Ich kann mich zwischen zwei Männern nicht entscheiden. Mhm. Wer sind die beiden Männer? Bitte? Wer sind die beiden Männer? Wer die beiden Männer sind? Mhm. Ja, also mit dem einen bin ich jetzt schon 8 Jahre zusammen, aber jetzt mittlerweile seit 3 Tagen auseinander. Mhm. Diesen anderen Mann habe ich letztes Jahr im September kennengelernt, in den ich mich wirklich tierisch verliebt habe. Nur ich komme von diesem Mann, mit dem ich jetzt 8 Jahre zusammen war, komme ich irgendwie nicht los. Mein Verstand sagt, dass ich irgendwo bei meinem, sag ich jetzt mal, Ex bleiben soll, sag ich mal. Der Verstand sagt das? Ja. Was, warum? Wie begründet der Verstand das denn? Ja, weil ich mich, was heißt verpflichtet fühle, nicht. Aber ich meine, wir waren 8 Jahre zusammen. Mhm. Und ich meine, das kann man ja auch einfach jetzt nicht irgendwie wegschieben. Mhm. Und ich meine, ich sag mal, er hat auch einige Sachen am Laufen. Jetzt sag ich mal so mit Gerichtsverfahren. Und da habe ich schon irgendwie Angst, also von mir aus, dass ich denke, dass ich ihn dann irgendwo hängen lasse. Also das ist so ein Beistand, dass du dich verpflichtet fühlst, so aus Loyalität heraus ihm beizustehen. Richtig. Ja, okay. Mhm. Und ich habe das... Was sagt der Verstand noch? Das ist das Hauptargument. Ich kann ihn einfach nicht jetzt nicht hängen lassen. So. Richtig. Ja. Was sagt denn das Gefühl zu deinem Ex? Ist da noch Gefühl? Ist da noch Liebe? Nein. Ist nicht mehr. Definitiv nicht. Ein klares Nein. Nein. Mhm. Seit September 2003 gibt es den neuen Mann. Richtig. Groß verliebt? Ja. Mhm. Und du bist aber jetzt erst seit 3 Tagen getrennt von deinem Ex. Richtig. Das heißt, die ganze Sache lief dann die letzten Monate parallel. Richtig, genau. Ja. Das hat dein Ex-Freund auch mitbekommen. Ja, am Anfang zwar nicht, aber hinterher hat er das schon rausbekommen. Ja, aber nun hast du dich, trotz deiner rationalen Bedenken, hast du dich seit 3 Tagen, vor 3 Tagen getrennt von ihm. Richtig. Mhm. Weil, ich sag jetzt mal auch, weil er auch ziemlich aggressiv ist, trinkt auch eigentlich sehr viel Alkohol und lässt dann den Frust immer an mir aus. Mhm. Und ist klar, damit komme ich nicht klar und aber trotzdem bindet mich irgendwas an ihn. Also Jennifer, für mich ist der Fall schon aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, das waren noch gar nicht so viele Sachen, aber ich glaube, das war schon das Wichtigste, ist der Fall schon eigentlich klar. Ich glaube, dass man aufgrund einer Verpflichtung, dass man sich verpflichtet fühlt einem Menschen, dass das nicht der Grund sein kann und darf, um mit einem Menschen weiter eine Beziehung zu führen, eine Liebesbeziehung. Das weiß ich auch, ja. Es ist ja gut, du hast völlig recht, man kann 8 Jahre nicht einfach so wegwischen. Und wenn der Partner, mit dem man 8 Jahre zusammen war, in Probleme gerät, muss man dem in einer gewissen Weise auch noch beistehen. Ja. Das heißt, das große Kunststück, was man dann hinkriegen muss, ich weiß, wie schwierig das ist, ist, dass man versucht, das Ganze auf eine freundschaftliche Ebene zu ziehen. Du musst ja nicht aus dem Leben verschwinden, du kannst ihm ja weiter beistehen. Dennoch musst du nicht seine Frau, seine Freundin sein. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Nur das Problem ist, ich habe ihm gesagt, also ich meine, in den Mann, den ich mich verliebt habe, der ist 22 Jahre älter als ich. Und damit kommt er nicht klar, weil er meint, älterer Mann, was willst du mit ihm und hier und da? Mhm. Und ich sag mal, er droht mir auch. Mhm. Also jetzt sage ich mal, mir gegenüber nicht, aber diesem Mann. Aha. Mhm.
Gut, dann verändert sich die Situation noch gravierender für mich. Ja. Er hat sich nicht in dein Leben einzumischen. Ja. Er hat nicht darüber zu entscheiden, ob du mit einem älteren oder jüngeren Mann zusammen sein wirst. Das geht ihn gar nichts an. Ja, das habe ich mir heute auch noch gesagt. Das ist deine Herzensentscheidung. Ja. Wenn er da so, ich sag mal, so rumzickt und da jetzt den Macker raushängen lässt, den verletzten Macker, dann geschieht es ihm eigentlich recht, wenn du sagst, okay, pass mal auf, dann muss ich gänzlich auf Distanz gehen. Dann funktioniert gar nichts. Dann können wir auch keine freundschaftliche Ebene haben. Ja, das hatten wir ja eigentlich versucht, dass das auf freundschaftliche Basis läuft. Aber ich meine, heute habe ich es ja auch wieder gemerkt, also das funktioniert absolut nicht. Und dann fängt er ja jedes Mal an mit seiner Droherei. Und irgendwo habe ich auch ein bisschen Angst davor. Ne? Dann finde ich, Jennifer, dass du den Radikalschritt gehen solltest. Ich meine, du hast es ja schon getan, jetzt seit 3 Tagen. Ja. Du hast dich getrennt, aber dass du das auch jetzt vollkommen durchziehst und zuerst mal auf eine komplette Distanz gehst zu ihm. Anders geht's nicht. Ja, nur das Problem ist, er wohnt nur 2 Häuser weiter von mir. Ja, und ich sag mal, er macht ja schon manchmal Terror. Er kommt hier zur Tür und schellt die Nachbarn mitten in der Nacht aus dem Bett. Ich meine, die Polizei, die kam auch schon sehr oft. Und ist alles unangenehm. Ist alles Kleinkrieg, aber da musst du dich jetzt gegen stemmen, bis der wirklich endgültig kapiert, dass die Sache vorbei ist und dass er so bei dir noch mehr kaputt macht, als dass er bei dir an Land gewinnt. Ja, aber das versteht er nicht. Das habe ich ihm ja auch schon ein paar Mal. Ja, das wird er verstehen irgendwann, wenn du immer klarer und immer radikaler reagierst und zumachst, dicht machst, die Schotten runterlässt. Anders geht es nicht. Und da musst du dann, finde ich, dann auch wirklich gegen, unser Thema ist ja gegen Gefühl und Verstand, dass du da deine klare Linie fährst. Anders funktioniert es wirklich nicht, Jennifer. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Toi, toi, toi. Ja. Tschüss. Super, tschüss, danke. Jetzt bin ich verbunden mit Markus. Markus ist 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Markus. Hallo. Und zwar habe ich ein Problem. Das hört sich für viele Leute banal an, aber das bereitet mir schon Kopfzerbrechen. Und zwar habe ich mir vor einem Jahr einen Wagen gekauft. Ein Auto. Ein Auto. Ja. Und überlege mir jetzt, einen Jahreswagen wieder zu kaufen, der aber preislich etwas höher liegt. Sprich ein Audi TT. Und jetzt das hast du dir Problem, einen... Genau, das Problem ist einfach, dass für viele Leute lachen darüber vielleicht, aber es ist einfach so, dass man da natürlich auch finanziell gebunden ist, sprich mit Finanzierungsgeschichten und etc. Also, ich lache natürlich auch im Moment, aber lass es drüber reden. Das Problem ist einfach... Was hast du für ein Auto im Moment? Ein Golf. Ein Golf. Ja, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Bekanntenkreis aussieht. Viele, wenn du dich mal in deinem Bekanntenkreis umhörst, viele haben sicherlich existenzielle Ängste, weil es wirtschaftlich ziemlich schlecht aussieht. Für viele Leute, ja, das stimmt. Für viele Unternehmen und dadurch sind auch viele Leute betroffen. Ja, genau. Ja, da gibst du mir sicherlich recht. Gebe ich dir sicherlich recht. Ja, im Bekanntenkreis ist es so. Das heißt, wenn du so einen Wagen finanzierst, bist du gebunden auf 3,5 bis 4 Jahre. Also wir reden jetzt darüber, ob du den Golf wieder abstößt. Genau. Und dir auf Leasing-Basis einen Audi... Nicht Leasing, Finanzierung ist ein Unterschied schon. Okay. Na, Leasing ist, dass du einen Wagen dann wieder abgibst. Ja, das heißt, letztendlich steckt dahinter eine lange finanzielle Belastung. Genau. Ne? Da geht ein Telefon. Ja, ein Augenblick. Ja, wir haben ja Zeit. Ja, bitte. Markus, jetzt können wir hier aber nicht ewig warten. Ja? Ja. Okay. Wie lange wärst du jetzt finanziell gebunden an den Audi? 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie hoch ist die finanzielle Belastung? 300 Euro. Wie viel? 300. 300 Euro. So, jetzt stehst du vor dem Problem, soll ich das machen oder soll ich bei meinem Golf bleiben? Genau. Das, der Verstand sagt, ich bleibe bei meinem Golf, aber der Autotrieb des Mannes sagt, ich will ein Audi haben. So kann man es sehen. So kann man es sehen. Wie stehst du denn finanziell da? Ja, wie alle anderen auch. Das heißt, das ist bei dir auch so ein bisschen wackelig, oder wie? Ja, es ist bei allen so, ne?
Ja, ich rede jetzt nicht über alle, ich rede über dich. Ja, also es ist so, wie es im Bekanntenkreis auch ist. Ne? Also nein, es könnte ja sein, dass du einen super tollen Job hast und gut Kohle verdienst und den auch wahrscheinlich behalten wirst die nächste Zeit. Dann wäre der Fall ja anders. Kann ich von ausgehen, aber keiner hat ja die Sicherheit. Bei niemandem also hat du, die Sicherheit. Ja gut, lass mal die Allgemeinplätze weg. Also bei mir sieht es so aus, das kann sich jetzt halt auch ändern. Ich bin, da sicherlich habe ich einen Job, aber das Problem ist einfach, dass man da unter einem Existenzängsten leidet, sprich, dass man nicht weiß, soll es das Risiko eingehen oder soll es das Risiko nicht eingehen. Ist ja ein Pillepuh-Problem, ne? Bitte? Ist ja ein Pillepuh-Problem. Was ist das? Das ist ein Schnickschnack, über was wir hier reden. Ne? Finde ich schon. Also wenn du weiter keine Sorgen hast, dann Gratulation. Ne, finde ich schon. Also wenn du darüber den Kopf zerbrichst, soll ich jetzt dieses Auto und jenes Auto und vielleicht kann ich es nicht bezahlen und lieber Himmel, Junge. Findest du? Ja, finde ich schon, wirklich. Mann. Ich denke mal, ob du dir ein Auto kaufst oder irgendwas anderes, sobald du es auf Finanzierungsgeschichte... Dann lass es sein. Golf ist auch ein gutes Auto, kommst da überall mit hin. Zack, Sache vorbei, okay? Das ist die Frage gewesen. Das ist die Frage, bleib beim Golf. Okay? Gut. Tschüss. Danke, tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Jürgen. Und Jürgen ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Jürgen. Hallo. Zwischen welchen Dingen oder zwischen was bist du denn hin und her gerissen? Ich habe den Zwang, ständig meine Hände zu waschen. Deine Hände zu waschen? Ja, aber überhaupt mich zu waschen. Ja? Wie stark ist das? Wie oft wäschst du die Hände? Sobald ich kann, also es ist ständig, durchgehend, 10, 15 Mal am Tag wasch mir die Hände. Ja, das heißt, immer wenn du irgendwo jemanden angefasst hast und du draußen warst, oder passiert das auch, wenn du alleine ja, in der Wohnung... Ja, das ist ja mein Problem. Ich kann ja nicht mal Leuten die Hände geben, weil ich Angst habe, dass sie dreckige Hände haben. Ich ekel mich einfach davor. Mhm. Mit denen die Hände zu geben oder überhaupt zu umarmen oder sowas. Ich ekel mich einfach davon. Ja. Und wenn du zu Hause bist und dir die Hände einmal gewaschen hast, reicht es dann aus oder läufst du dann nach einer Viertelstunde auch wieder hin? Nee, ich bin Fernsehen gucken, ich denke dann während des Fernsehguckens, jetzt muss ich mir die Hände waschen. Mhm. Und ich renne ständig ins Bad und bin mir dann meine Hände am Waschen. Bezieht sich das jetzt nur auf die Hände? Und du hast gerade gesagt, generell waschen oder auch auf Duschen? Ja, generell waschen. Ich bin, das ist jetzt erst nicht so lange schon, aber seit kurzem bin ich mich immer öfters am Duschen. Mhm. Also mir ist das am Anfang nicht aufgefallen, bevor mir Freunde gesagt haben, warum gehst du so oft duschen? Ja, oder wie oft gehst du denn am Tag duschen? Ja, mindestens 3 bis 4 Mal. Mhm. Wie lange? Dann halt noch zwischendurch Hände waschen und Gesicht und alles waschen. Ja. Wie oft läuft das jetzt? Wie lange geht das schon so? Ja, jetzt so mindestens 2 Jahre. Ja. Siehst du schon was an der Haut, dass die Haut sehr in Mitleidenschaft gezogen ist? Ja, ich merke es. Bei mir pellt die Haut, ganz trockene Haut, ständig waschen, Gesicht, pellt sich die Haut ständig. Ich habe immer rote Flecken im Gesicht und alles. Ja. Was machst du vom Beruf? Bitte? Was machst du vom Beruf? Im Moment bin ich arbeitslos. Arbeitslos. Mhm. Ja. Ist ein Zwang, ne? Ein Waschzwang, der dahinter steckt, der wahrscheinlich in den Anfängen noch ist, aber vielleicht unter Umständen sogar sehr, sehr, sehr viel stärker werden kann. Ja, deswegen rufe ich an. Ich weiß ja selber nicht, ob es ein Zwang ist oder nicht. Meine Freunde sagen mir das ständig, dass ich mir ständig die Hände waschen. Mhm. Ich habe das selber gar nicht gemerkt. Mhm. Also so wie du es jetzt beschrieben hast, klingt das nach meiner Einschätzung schon so wie die Anfänge eines Waschzwangs, der noch immer schlimmer werden könnte. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt ein paar Worte redest, der dir da ein paar fachkundige Auskünfte geben kann, was man dagegen tun kann. Mhm. Okay, legst du auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay, gut. Tschüss. Irma, 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Irma. Ja, unser Thema, gegen meinen Verstand. Ich habe gerade den Vorredner gehört mit Schokolade. Ich bin süchtig. Du bist süchtig? Ja, aber wie? Aber wie? Nach Schokolade. Auch nach Schokolade? Ja, das ist bei mir so schlimm. Das wird immer schlimmer, seitdem ich mich von meinem Freund getrennt habe. Mhm. Wann hast du dich von einem Freund getrennt? Bitte? Wann hast du dich von deinem Freund getrennt? Das ist schon ja mehrere Monate her. Mhm. Aber seitdem ist das so schlimm. Ich esse so 3 bis 4 Tafeln am Tag. Oh, das ist ja noch mehr als der Anrufer vorhin. Oh, ja, mir wird es ganz schlecht, wenn ich da schon dran denke. 3 bis 4 Tafeln Schokolade am Tag ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ja. Ja.
Aber irgendwie, das, ich brauche das. Ich bin alleine und ja. Ja, wenn da, ich dann hast du, dann hast du, dann hast du aber jetzt in den letzten Monaten schon kräftig zugelegt, ne? Oder? Nee, gar nicht so viel. Auch nicht. Nein. Der Anrufer vorhin ja auch nicht. Der war auch noch rank und schlank. Man merkte schon ein bisschen. Isst du denn zusätzlich dann auch noch an die normale Sachen oder lebst du fast nur noch von Schokolade? Ja, wenn ich das mal so sagen darf, ich lebe im Moment viel nur von Süßigkeiten. Also zu der Schokolade kommt noch anderes Süßes dazu? Ja. Zum Beispiel? So Schokolinsen. Dann Haribo, macht Kinder froh. Also, ja, das sind schon, also wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was. Ne? Ja. Das ist natürlich auf die Dauer gesundheitlich eine Katastrophe. Ne? Ich meine, ein paar Monate ist es ja noch nicht so schlimm, wie du es jetzt betreibst. Ja, das war vorher schon wohl. Aber es wurde jetzt, seitdem ich mich davon getrennt hatte, noch schlimmer, ne? Wie viel hast du vorher gegessen? Ja, auch Süßigkeiten, aber nicht so extrem. Ja, ja. Hast du mit deinem Arzt schon drüber gesprochen? Ja, da mache ich gar nicht drüber sprechen, weil der wird bestimmt sagen, das ist nicht gut, ne? Das sagt der Domian dir auch. Ja, also das ist wirklich dann nicht mehr spaßig, ne? Wenn du fast sagst, ich lebe fast nur von Süßigkeiten. Du isst kein Obst und kaum Gemüse? Das schon. Ne? Ich esse schon Gemüse oder Obst, aber nicht so viel wie Süßigkeiten. So, jetzt bist du eine erfahrene, erwachsene Frau von 55 Jahren. Oh, danke. Die weiß, nicht. Die weiß, was sie tut, ne? Ja. Das heißt, du, natürlich ist das völlig klar, dass man, wenn man das über einen sehr, sehr langen Zeitraum macht, dass man die Gesundheit gefährdet. Das ist ja gar keine Frage. Da muss man kein Arzt sein und nicht medizinisch bewandert sein. Das heißt, du bist, es ist sicher seelisch bedingt auch, weil du gerade nicht sehr glücklich bist im Moment. Richtig. Ne? So ist es. Ja. Das heißt, da musst du jetzt alles irgendwie ransetzen, dass du das zumindest reduzierst. Das muss ja nicht von heute bis morgen abgesetzt werden, das Zeug. Ja, ich habe schon versucht. Ich habe Schokolade im Auto versteckt, quasi hingelegt, dass ich nachts nicht habe. Ich verstehe. Aber der noch bessere Trick ist, nicht die Schokolade ins Auto zu legen, sondern die Schokolade gar nicht erst einzukaufen. Und wenn du sie eingekauft hast, dann schmeißt du sie weg, wenn du dich entschieden hast, keine zu nehmen. Oder spülst du sie ins WC runter. Jürgen, ich habe das gerade deinem Mitarbeiter gesagt. Es ist schon vorgekommen, dass ich keine Süßigkeiten geholt habe. Dann bin ich nachts wach geworden, bin aufgestanden und bin hier zur Raststätte gefahren und habe mir keinen geholt. Ist mir klar. Schokolade gehört. Dennoch das ist doch Katastrophe. Ist klar. Dennoch, das sind immer Vorschritte, dass man einen Fortschritt macht und einen Rückschritt macht. Ich glaube, das A und O ist, dass man erstmal weniger im Haus hat. Wenn du dann ab und zu nochmal dich nicht disziplinieren kannst und irgendwo hinfährst, okay, dann ist es halt passiert. Aber die erste Regel ist, nichts im Haus zu haben oder nur ganz wenig im Haus zu haben. Oh, ja. Jürgen, das ist so schwer. Ja, ist klar. Das ist so schwer. Natürlich, leicht ist es aber nicht. Dann, wenn es leichter, würden wir gar nicht reden, wir beide. Ja, aber wie eben der Christian, glaube ich, hieß der junge Mann. Ja, genau. Dann da habe ich gedacht, oh, das darf nicht wahr sein. Das gibt ja noch jemand, der so süchtig ist. Ich glaube, ganz viele. Also, ich würde dir wirklich dringend raten, auch wirklich im Hinblick auf deine Gesundheit, fahr es runter. Fahr es mit Disziplin runter. Und wenn du dir wieder ein Packen gekauft hast und du hast entschieden, heute Abend will ich nichts nehmen, schmeiß das Zeug weg. So schade es drum ist, aber es ist besser, als wenn du es isst. Das ist richtig, das ist richtig. Ich darf es auch nicht mehr essen. Ich merke es ja an meine Figur. Genau, ja, genau. Ich hatte vor mehreren Jahren, hatte ich fast so an die 100 Kilo. Hab denn innerhalb von 4 Wochen bin ich runtergegangen auf 52 Kilo. Also das hat mir gut getan und jetzt also, mit meiner Schokoladensucht. Wir wollen dich nicht wieder mit 100 Kilo sehen, ne? Das ist ganz klar. Ne? Also, wir werden das schon in den Griff kriegen und ich wünsche dir alles Gute dafür. Ja, erstmal Jürgen, deine Sendung ist spitzenmäßig. Danke immer. Ich gucke jede Nacht ja. Und ich möchte wohl gerne
Autogramm haben. Gerne. Möglich? Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Prima. Alles Gute. Tschüss. Du machst weiterhin so. Ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und die Susi, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Susi. Guten Morgen. Gegen meinen Verstand heißt die Sendung. Heißt das Thema heute Nacht. Genau. Was? Und das geht bei mir mehr in Richtung Freund. Also mein Freund ist für mich nicht gut und ich weiß das auch völlig. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Problem, dass ich da nicht gegen ankomme. Also wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? 2 Jahre. Ja. Und wieso ist dein Freund nicht gut für dich? Ja, er hat mich betrogen. Das war vor ungefähr einem halben Jahr. Einmal oder mehrmals? Ja, ich weiß nicht so recht, ob es mehrmals war. Also ich weiß von einmal gewiss, dass er es getan hat, aber ich weiß nicht, ob er es schon öfter getan hat. Und ist es durch Zufall rausgekommen? Oder ja, durch Zufall. Mhm. Und es war auch, ich habe es von einer Freundin nur gehört, dass sie ihn wohl da gesehen hätte. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er es auch glattweg zugegeben. Ja. Also er hat da gar nicht drum rumgesprochen. Und ja, da war eigentlich, ab dem Punkt war für mich klar so, okay, es ist Schluss. Und einen Tag später bin ich dann wieder bei ihm angekrochen gekommen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kenne das schon. Nun muss man ja nicht gleich das Handtuch werfen, wenn der Partner einmal mal fremdgegangen ist. Ja. Das tut weh, das verletzt einen auch. Aber man muss ja immer, man muss die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Wenn das eine gute Liebesbeziehung ist, die man hat, kann man ja mit dem Partner darüber reden, was da los ist, warum das dazu gekommen ist. Und man kann ja auch vergeben und verzeihen. Aber du sagst, der Mann tut mir nicht gut. Daraus schließe ich, dass es nicht nur um dieses einmalige Fremdgehen geht, sondern... Nee, das sind so klein. Also wir streiten uns wirklich jeden Tag über wirklich Kleinigkeiten. Mhm. Also es fängt wirklich bei der Zahnpastatube an und hört damit auf, wann er nach Hause kommt oder wann ich nach Hause komme. Also ihr wohnt auch zusammen? Ja. Ja. Ist denn der Liebe noch im Spiel von deiner Seite aus? Also von meiner Seite aus sehr. Also ich sehr? Ich habe noch nie einen Mann geliebt, so wie ich ihn liebe. Aber das ist ja schon sonderbar, ne? Dass du sagst, der das ist ein Mann, der tut mir nicht gut, mit dem streite ich mich, der ist mir fremdgegangen, der ist fremdgegangen. Und dann sagst du, das ist eine riesengroße Liebe. Was liebst du denn an ihm? Ich weiß nicht. Ich habe ihn, als ich ihn kennengelernt habe, war das Liebe auf den ersten Blick. Also es war wirklich gut, so. Wir reden jetzt nicht von vor 2 Jahren, wir reden jetzt von jetzt, ne? Was? Ja, das stimmt schon. Ja, ich weiß nicht, er kann auch richtig lieb sein halt. Also er schenkt mir auch Aufmerksamkeit und redet mit mir und ich kann auch mit allen zu ihm kommen, das weiß ich ganz genau. Wenn ich Probleme habe, ja, ich kann jederzeit zu ihm hinkommen. So wie es in der Partnerschaft halt sein sollte. Aber in der Partnerschaft sollte es nicht sein, dass man sich nun ständig und ständig über Alltagssachen streitet. Genau. Ja. Und das sehe ich auch so. Wie ist es im Bereich Sexualität? Läuft das normal? Läuft es gut nach deinem Geschmack? Ja, seitdem er fremdgegangen ist, nicht mehr so. Also da wehre ich mich ein bisschen gegen. Seitdem habe ich so ein paar Probleme damit. Ist das denn richtig besprochen worden, dieses Fremdgehen? Habt ihr da eingehend drüber geredet, ihr beiden? Nein. Warum? Warum nicht? Weil es mir zu weh tut, darüber zu sprechen. Also ich habe da auch nicht großartig nachgefragt. Aber das, was jetzt ist, tut doch noch viel weher. Nämlich du spekulierst darum, wer weiß, was da war und vielleicht ist es noch öfter und du stocherst ja komplett im Nebel herum. Ja, stimmt schon. Ist es nicht viel besser, so klare Ansagen zu bekommen von dem Partner? Hat er dir denn zum Beispiel gesagt, das kommt nicht wieder vor? Nee, hat er mir nicht gesagt. Das Einzige, was er dazu meinte, war, er kann mir nicht versprechen, dass es nicht nochmal passiert. Oh. Ja. Und du weißt auch nicht, ob das so ein One-Night-Stand war oder ob das eine feste Geschichte ist, die da irgendwie nebenher gelaufen ist, weißt du alles nicht. Das Problem ist, dass er mit seiner Ex-Frau fremdgegangen ist und die beiden eigentlich immer noch Kontakt haben, weil die ein Kind zusammen haben. Ach so, das kann also sein, wenn du bist in ständiger Angst, wenn er zu seiner Ex-Frau geht, dass da irgendwie wieder was laufen könnte. Ja, genau. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, den großen Eindruck, Susi, dass ihr nicht sehr viel miteinander sprecht. Und auch Im Moment nicht, nee. Wie alt ist er? 45. 45? Ja. So dass ganz viele Dinge, vielleicht auch die Ursachen, warum ihr euch immer über den Alltag streitet, dass das gar nicht richtig thematisiert ist. Ihr lebt da so, ihr wurstelt euch da so voreinander, nebeneinander her. Ja. Ne? Ist auch, also im Moment ist es wirklich so, dass wir eigentlich nur noch nebeneinander herleben und jeder seine eigenen Probleme hat. Mhm. Und irgendwo ganz tief unten irgendwas liegt, worüber wir einfach nicht reden. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Du hast am Anfang gesagt, ich bin da mit einem Mann zusammen, der mir nicht gut tut. Mhm.
Schließe ich daraus, dass du sagst, also mein Verstand würde eigentlich mir raten, mich von dem Mann zu trennen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall? Ja. Aber du sagst sehr, sehr, sehr entgegengesetzte Sachen, ne? Auf jeden Fall, sagst ja. du. Auf der anderen Seite sagst du, ich liebe den wie keinen und ganz toll. Ja, das ist so das Problem, dass ich das von mir nicht kenne. Also ich hatte ja... Wenn man das, ich will dir sagen, wenn man das so spontan sagt, wie du gerade gesagt hast, mein Verstand sagt eigentlich, ich müsste mich von dem trennen, dann ist aber auch alles nicht in Ordnung. Dann sagt das ganz viel aus darüber, dass diese Beziehung kaputt ist. Dass du dann dich zu ihm noch hingezogen fühlst. Das ist ja auch alles normal und kann man wahrscheinlich auch erklären, dass es viele Verbindungen, irrationale Verbindungen gibt, emotionale Verbindungen. Ja. Aber ich glaube, die Hauptaussage hast du gerade getan, nämlich das beweist, dass diese Beziehung nicht mehr in Ordnung ist. Also, dass ich mich von ihm trennen sollte. Dass es darauf hinausläuft oder dass du zumindest wirklich klar das Gespräch mit ihm suchst und dass ihr beide versucht rauszukriegen, was ist hier nicht in Ordnung. Gibt es für uns nochmal eine Chance? Können wir zueinander finden? Was stört mich an dir? Was stört mich an... Ich meine, das ist ja schon ein Satz, den er gesagt hat, den finde ich schon unglaublich. Ich kann dir nicht garantieren, ob das nicht nochmal passiert. So geht man doch nicht mit einer Freundin um, mit seiner Freundin um. Ja, sehe ich auch so. Ne? Also, ich meine, vielleicht hätte es eine Chance bei euch, wenn ihr mal zu einer Paarberatung gehen, zu einer Partnerberatung gehen würdet, wenn er mitgeht. Wenn er mitgeht, dass da mal eine neutrale Person euch mal so ein bisschen zueinander führt. Oder du musst den Weg alleine gehen und dich entscheiden und sagen, pass mal auf hier, lass uns Tacheles reden und wenn das nicht geht, dann gehe ich. Ja, wenn ich das schaffe, dann... Wenn du schaffst. Vielleicht ist der Leidensdruck auch noch nicht groß genug, Susi. Ja, manchmal, das kann sein, ja. Manchmal muss man noch mehr leiden und noch mehr in der Gosse liegen, bevor man dann kapiert, nee, so geht's wirklich nicht. Und erst dann initiativ wird. Aber die Richtung ist mir klar. Du bist unzufrieden und da stimmt eine ganze Menge nicht bei euch. Ne? Ja. Also sieh mal zu, dass wie du den Dreh da kriegst, für dich das Beste jetzt zu entscheiden. Ich werde es versuchen. Alles Gute. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. Ne? Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Sarah. Und Sarah ist 32. Hallo Sarah. Hallo Domian. Hallo Sarah, ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich jetzt nicht ganz so gut, weil das mit dem Fernseher, na gut, klappt es euch leise machen? Den Fernseher ganz leise und dann wirst du mich schon gut verstehen. Ja, okay. Ja. Okay, ich habe ein Problem. Mhm. Vor 4 Jahren hat sich mein Mann erhängt. Mhm. Ich hatte damals, meine Tochter war 3 Jahre alt. Er hat es getan ohne Kommentar. Ich habe versucht, irgendwie psychologische Hilfe zu bekommen. Du hast, wenn ich kurz unterbrechen darf, du hast nie herausbekommen, warum er es getan hat? Nein. Überhaupt nicht. Und du hast bis heute keine Ahnung? Nein. Gar nichts. Und es kam aus heiterem Himmel? Das kam wirklich aus heiterem Himmel. Hast du ihn auch gefunden? Ich habe ihn nach 3 Tagen gefunden im Keller. Nach 3 Tagen? Mhm. Wie kam das, dass da 3 Tage dazwischen lagen? Mein Mann hatte Freunde und so. Wir hatten eine gute Familie und es war alles okay. Es war wirklich alles okay. Ich dachte, vielleicht geht er mit Freunden was trinken. Mhm. Er war berufstätig. Also ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Ja. Nach 3 Tagen habe ich ihn gefunden. Aber dann hast du ihn 3 Tage doch vermisst schon. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber dann habe ich erst versucht, bei Freunden ihn zu finden. Ja. Oh Gott, und er war die 3 Tage über im Keller eurer Wohnung oder eures Hauses? Ich habe überall gesucht und... Und du warst aber nicht zufälligerweise nicht in den Keller gegangen? Nein, er ist in einen Kellerraum gegangen, wo ich nicht geguckt habe. Habt ihr ein eigenes Haus? Nein, haben wir nicht. Und wir haben also einen Waschkeller, wo ich immer mit meiner Tochter runtergegangen bin zum Wäschewaschen. Mhm. Und er war so freundlich und hat sich dort nicht erhängt. Sondern er ist in einen Keller gegangen, wo ich in 3 Jahren, wo wir in der Wohnung gewohnt haben, wo ich nur 2-mal drin war. Das ist ja schrecklich. Und wie kam es dann, dass du dann dennoch nach 3 Tagen mal in den Keller gegangen bist und genau in den Raum auch? Wie kam das? Ich habe Babyklamotten aussortiert von meiner Tochter. Mhm. So kam das. Also der hätte da auch 4 Wochen hängen können. Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommst du in diesen Raum, machst die Tür auf und siehst deinen Mann, den du 3 Tage schon vermisst hast. Genau. Und siehst ihn erhängt vor dir. Genau. Das Ganze war vor 4 Jahren. Ja. Kein Abschiedsbrief. Keine Spekulation, was da los sein war, was da los gewesen ist mit ihm. Natürlich macht man sich Gedanken. Mhm. Man sucht Gründe. Hast du Ideen heute mittlerweile? Was heißt, Ideen habe ich vielleicht schon. Aber wenn ich meine Tochter anschaue, dann denke ich mir, was soll das denn? Mhm. Deine Tochter ist jetzt wie alt?
Die ist jetzt 6. 6. Mhm. Du sagst, was soll das denn? Also in dem Sinne, warum hat er euch das angetan? Genau. Mhm. Du heißt ja unsere Sendung gegen meinen Verstand. Genau, deshalb rufe ich an. Mhm. Weil mir das total gegen meinen Verstand geht. Dass er das getan hat? Genau. Mhm. Was überwiegt heute? Die Fassungslosigkeit, der Zorn auf ihn? Oder schon doch nach wie vor die Trauer und dass du ihn vermisst? Irgendwann auch die Trauer. Aber auch der Zorn ist auch da? Ja, natürlich. Mhm. Damals, als du ihn gefunden hast, war da mehr Zorn als Trauer? Nee. Da war Fassungslosigkeit. Mhm. Mhm. Wie alt ist er geworden? 32. Nee, 30. Mhm. Ich bin jetzt auch schon so alt. 30. Mhm. Was mich noch viel fassungsloser macht, ist das, man hat mir damals vom Jugendamt für meine Tochter eine Betreuung gestellt. Eine was? Und ich suche seit 4 Jahren einen Psychologen, der mich da irgendwie betreut. Aber das geht nicht. Man findet niemand. Wenn man hier einen Psychologen anruft, dann heißt es, ja, wir haben mindestens 9 Monate Wartezeit. Wir setzen sich gar nicht auf die Liste. Das heißt, ich habe es gerade am Anfang akustisch nicht richtig verstanden, dass du suchst einen Psychologen für deine Tochter oder auch für dich? Nee, für mich. Für dich. Für meine Tochter hätte ich einen. Und das kann ich auch gar nicht glauben. Seit 4 Jahren ist das nicht möglich gewesen. Nein. Ich habe es versucht über Hausarzt, ich habe es über alle möglichen Ärzte versucht. Es geht nicht. Das heißt, du bist jetzt seit 4 Jahren mit diesem unglaublichen Unglück alleine und musst versuchen, damit alleine zurechtzukommen. Genau. Hast du den Beistand so aus dem familiären Kreis? Nein. Auch nicht? Nein, weil die werfen mir das ja vor, dass ich das nicht frühzeitig bemerkt habe. Also die Familie von seiner Seite, seine Familie? Ja, genau. Die werfen dir das vor, dass du es nicht bemerkt hast? Ja, genau. Aber es gab nichts zu bemerken? Wie gesagt, ich mache mir schon meine Gedanken, aber im Endeffekt, es gibt keinen Grund. Wenn du so zurückdenkst, so das Jahr davor, die Monate davor, hat er sich dann normal verhalten oder waren da schon... Absolut, keine Unauffälligkeit. Absolut, also wie gesagt, wenn er sich anders verhalten hätte, dann hätte ich nicht 3 Tage mir nichts gedacht. Mhm. Und ich habe mir wirklich, ich war zwar sauer, dass er sich nicht gemeldet hat, weil er das noch nie vorher gemacht hat. Aber du hast gedacht, er ist irgendwie so auf Juck mit seinen Freunden. Tour, was weiß ich. Aber ist schon ungewöhnlich, ne, wenn man sich dann 3 Tage nicht meldet. Ja, schon, natürlich. Am ersten Tag war ich sauer, am zweiten Tag habe ich mir gedacht, jetzt könnte er aber wirklich mal kommen. Mhm. Und am dritten Tag habe ich ihn gefunden. Mhm. Wenn die Familie dir das vorwirft, dann kann man der Familie das ja auch vorwerfen, dass die Familie dieses nicht gesehen hat, was immer die Familie auch meint. Das ist richtig. Mhm. So sehe ich das auch. Aber das ist ja immer das Schlimme an solchen Geschichten. Du hast die Trauer zu tragen. Du hast auch mit deinem Zorn umzugehen und kriegst dann auch noch von außen ein schlechtes Gewissen aufgebraten. Und vor allem muss ich jeden Tag meiner Tochter ins Gesicht schauen. Mhm. Wie erklärst du deiner Tochter, was passiert ist? Es war so, ich habe damals, das Jugendamt hat mir sofort einen Psychologen gestellt. Mhm. Wie gesagt, meine Tochter hat man hingestellt. Ja. Und die ganze Familie war dagegen, dass ich ihr sage, was passiert ist. Mhm. Und ich habe von Anfang an gesagt, hey Leute, das geht gar nicht. Mhm. Die muss es wissen. Mhm. Und wir haben es Schritt für Schritt gemacht. Und heute weiß sie es. Sie weiß alles. Sie weiß alles. Mhm. Die wollte ja auch alles wissen. Mhm. Die wollte wirklich wissen, mit was. Wo, in welcher Ecke, die wollte alles wissen und die war dann auch sehr krank. Sarah, also, ich unterbreche mal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, okay. Ich möchte aber gerne, dass wir dir, sofern das in unseren Möglichkeiten steht, dass wir dir helfen. Vor allen Dingen, dass du endlich in gute Betreuung kommst. Du legst bitte auf und mein Psychologe ruft dich jetzt gleich sofort wieder an. Okay? Okay. Alles Gute, Dank. Bis gleich. Tschüss. Okay, danke. In der Technik, Kerstin Klinger heute Nacht. Morgen sind wir nicht da, wegen des Feiertages. Dann wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Schönen Feiertag. Tschüss. 2 Uhr. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Der Weltsicherheitsrat hat Israel aufgefordert, die Zerstörung palästinensischer